Also, ja, ich muss das Video cutten und konnte beim letzten Part nicht zu Ende sprechen. Also, ja, ich wollte sagen, ich finde es generell schade, dass fast keine 2D-Spiele mehr gemacht werden heutzutage. Ja, wir sind jetzt hier im nächsten Dungeon, Level 19, der Palast. Nenne ich zumindest so. Na fuck, da war ein Schalter, Mann. Ach. Ja, ich habe das Gefühl, Level 19 wird schlimmer sein als Level 18. Ich werde hier bestimmt noch länger brauchen. Ja, das glaube ich. So, ach, hier geht's runter. Gehen wir da mal runter. So. Boah, dieses Spiel hat einfach nur Klasse in sich, ganz ehrlich. Okay, der Schalter öffnet irgendetwas. Und hier oben muss doch der Schalter für die Tür sein, oder? Ja, ich hatte recht. Autsch, Kopf wehgetan. Ach Mann, ey. Diese verdammten Schalter, welche die Türen schließen. Ich hasse sie einfach. So. Nochmal alles neu. Let's Play braucht viel Konzentration. Zwei Schalter für irgendetwas, was ich nicht kenne. Irgendwie merke ich, dass ich jetzt in Level 19 schneller geworden bin. Keine Ahnung warum, aber ich bin jetzt richtig irgendwie gestresst. Aufgeregt, könnte man sagen, nicht gestresst. Also, das Let's Play macht schon an sich Spaß. Springen? Oder. Jetzt willst du. Dieser Schalter irgendwas öffnen, oder was? Egal, gucken wir mal, wo irgendwas da ist. Nichts, super, ja toll. Dieser Schalter öffnet bestimmt die Tür, von wo wir gerade gekommen sind. Ja, 21 Minuten noch! Verdammt! Also, hoffentlich. Schaffe ich es bis dahin noch, die Prinzessin zu retten? So. 20 Minuten noch, ja. Ein Schalter, der die Tür schließt, besser nicht, dachte ich. Hier ist kein Schalter. Ah, merken wir uns, eine Platte ist da. Okay, dass wir später darüber auflatschen und dann sterben. Beziehungsweise runterfallen. Ja, was mache ich? Ah ja, gucken wir besser doch nach rechts. Ja. Denn oben weiß ich nicht, was es sein wird. Ja, gehen wir besser hier. Oh nein, das erinnert mich doch wieder so eine Stelle, wo man Schalter aktivieren und laufen muss. Ja, habe ich recht. Boah, ich bin richtig müde, ich bin gestern Nacht zu spät schlafen gegangen. Boah, hey, oh, hey, oh, nein! Boah, meine Müdigkeit ist dort schon. Naja, egal, versuchen wir es nochmal, ey, Mann! Boah, wir haben jetzt ungefähr 5 Minuten das gemacht und sind gestorben. Oh, jetzt machen wir alles ganz schnell raus und kommen. Scheiße, noch 19 Minuten haben wir. So, Schalter los. Warte. Ja. Ja, dieses Let's Play verläuft so relativ gut. Wie gesagt, ich habe 3 gesehen, 2 sind schlecht gewesen.
Ich kann jetzt schon sagen, manches besser als diese zwei englischen. Als das eine weiß ich nicht mehr. Habe ich mir nicht genauso unter die Lupe genommen. Also ich bin jetzt schon stolz auf meine Arbeit. Ich bin stolz. Nein, nicht stolz, sondern ich kann es kaum erwarten, es auf YouTube hochzustellen. Ja, zu bedanken kann man sich bei Frank Royal. Wie gesagt, wegen ihm mache ich den ganzen Käse. Den ganzen Spaß, das ganze Gameplay. Ja. Aber ein Prince of Persia 2 könnt ihr von mir nicht erwarten, nein. Also, Prince of Persia 2. Ich habe es bis jetzt noch nicht durchgespielt. Das Spiel ist einfach nicht krank, aber. Oh, die Gegner sind einfach verrückt. Das Level-Design ist verrückt. Man versteht nicht, was man machen muss. Also, die Story ist, ja, die Gimmicks ist gut. Die ist nicht schlecht. Die ist genauso gut wie die hier, aber. Das Prince of Persia hat einfach nur nicht das, was das hier hat. Ja. Also, ich habe Prince of Persia bis jetzt nicht durchgespielt. Ich kann von mir nicht merken. Ja, geschafft. Ich könnte ein Blind Run bei Prince of Persia 2 wagen. Aber ihr würdet mich nur allzu oft sterben sehen. Das ist das. Ich könnte es vielleicht versuchen. Aber ich weiß nicht, was ich in der Richtung mache. Ob weitere überhaupt Let's Plays kommen. Ob die Schule mich dabei gleich finden wird. Ich weiß es nicht. Ja. Ich muss auch erstmal sehen, wie dieses Let's Play hier mit der Community ankommt. Ob ich überhaupt gut bin. Wenn ich gerade schlecht bin und keiner die Let's Plays anschaut, dann war ja alles für Katz und Maus. Ist alles dann umsonst. Ich sterbe nochmal. Ich drehe dann durch. Wir müssen jetzt mal gucken, ob die Tür da links sich geöffnet hat. Wenn ja, dann ist gut. Ja, ich hatte recht. Und wie gesagt, hier ist die Platte. Wir müssen aufpassen. Das war ganz links. Dürfte kommen. Ja, ich hatte recht. Oh, und es geht sogar. Okay. Platte die Tür zumacht. Springen wir. Oh, shit. Ja. Okay. Wir müssen auf die Platte treten. Und jetzt springen. Das wird wieder schneller. Okay. So. Ja. Okay. Nein! Fuck! Nein! Nein! Oh. Mann! Oh! Boah, wie viel? Oh, 9 Minuten oder 8 Minuten umsonst! Mann, diese scheiß Stacheln! Oh, Mann! Fuck, Mann! Boah! Menno! Jetzt weiß ich. Ja, noch besser! Jetzt weiß ich, wie sich Frank Royal bei seinem Mega Man Let's Plays fühlt. Da stirbt er auch immer ohne Ende. Ach, geh mal gleich hoch. Wozu drücke ich überhaupt den Schalter da oben? Was öffnet der überhaupt? Mann. Ja, er öffnet die Tür. Wir müssen runter. Oh, scheiße, 16 Minuten noch. Komm, das machen wir jetzt alles ganz fix. Komm. Zum Glück ist das hier kein Speedrun. Denn das kann ich euch nicht erklären. Was gibt's so überhaupt? Ich habe heute James Bond ein Quantum Trost durchgespielt. Ein echt klasse Game. Ich hab's auf Schwierigkeitsstufe. Es gibt 4 Schwierigkeitsstufen. Ich hab's auf der 4. durchgespielt. Echt cooles Spiel. Also, mir fehlen noch viele Erfolge in dem Spiel und ich könnte mir vorstellen, das Spiel nochmal zu spielen. Und zwar als Let's Play. Ich weiß noch nicht, soll ich die 3. Schwierigkeitsstufe nehmen oder die 4.